das Wort für die SPD. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Woran denken Sie oder woran dachten Sie, wenn Sie das Wort Homogenisator hören? Es ist etwas Klinisches, dieses Wort. Homogenisieren, das bedeutet im weitesten Sinne ein Gleichmachen oder Vermischen von zerkleinerten Bestandteilen. Der Homogenisator, das ist die Maschine, die durch rotierende Messer oder Walzen tagtäglich männliche Eintagsküken tötet. Ich danke den Grünen für das Signal, gemeinsam mit uns dieses Thema angehen zu gehen. Nicht nur im Sinne des Tierschutzes ist das massenhafte, sinnlose Töten männlicher Küken nicht mehr hinnehmbar, sondern grundsätzlich sollte eine moderne Gesellschaft auf solche Praktiken verzichten und mindestens den Ausstieg ganz massiv vorantreiben. Ich möchte einmal grundsätzlich die Dimension des Problems klar machen. Wir kennen die genaue Zahl der getöteten Küken nicht, denn darüber gibt es gar keine konkreten Statistiken. Hochgerechnet, nimmt man eine 50-zu-50-Verteilung weiblicher und männlicher Küken an, können wir davon ausgehen, dass pro Jahr mindestens 45 Millionen männlicher Eintagsküken geschreddert oder vergast werden. Da drängt sich natürlich die Frage nach dem Warum auf. Die Zucht von Legehennen ist einzig auf die maximale Eierproduktion ausgerichtet. In einem solchen System werden die männlichen Küken als überflüssig betrachtet. Sie sind der Überschuss in einem industriellen Maßstab produzierenden Branche. Obendrein setzen die männlichen Tiere dieser Hybridrasse im Vergleich zu normalen Hühnern kaum Fleisch an. Dafür werden wiederum extra Masthähnchen gezüchtet. Nur um die Dimension zu verdeutlichen. Den gut 45 Millionen Legehennen stehen mehr als 600 Millionen sogenannte Bräuler oder besser Brathähnchen gegenüber. Es sind gewaltige Zahlen. Sie werfen nicht nur, finde ich, ein schlechtes Licht auf die Produzenten, sondern auch auf das Konsumverhalten. Wir konsumieren inzwischen zu viel Fleisch und vergessen dabei, was es bedeutet, ein Lebewesen zu essen. Wir müssen die Menschen stärker sensibilisieren bei ihrer Entscheidung beim Eierkauf, an der Fleischtheke, am Grillhähnchenstand vor dem Supermarkt. Denn insbesondere ein Umdenken beim Einkauf wird dazu beitragen, das Leben der Tiere zu verbessern. Deshalb kann, wie es so schön heißt, die Einführung der Möglichkeiten der in ovo Geschlechtsbestimmung beim Haushuhn nur ein erster Schritt auf einem Weg sein. Leider ist derzeit noch keine praxisreife Technologie verfügbar, die sich für den flächendeckenden Einsatz zum Nachweis des Geschlechts des Embryos im befruchteten Hühnerei eignet. Die Erkennung, und das ist angesprochen worden, muss vor dem 10. Bebrütungstag erfolgen, da die Embryone nur bis dahin noch kein Schmerzempfinden haben, so der bisherige wissenschaftliche Kenntnisstand. Daher befördert die Bundesregierung nach wie vor mit höher Priorität das noch nicht abgeschlossene Verbundforschungsprojekt der Universität Leipzig zur im Ei Geschlechtsbestimmung. Eine entsprechende Technologie wird voraussichtlich in absehbarer Zeit allerdings zur Verfügung stehen, die sich dann wiederum auch für einen breiten Einsatz eignen wird. Doch dies kann nach meiner Meinung nur der Einstieg sein. Wir müssen dazu kommen, dass keine Küken mehr getötet werden müssen. Denn, wie auch schon richtig gesagt wurde, nach § 1 Satz 2 des Tierschutzgesetzes bedarf es eines vernünftigen Grundes für das Töten von Tieren. Dies gilt auch für das Töten von männlichen Küken von Legelinien. Nach § 15 Absatz 1 Satz 1 des Tierschutzgesetzes obliegt die Durchführung des Gesetzes und der aufgrund des Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung den nach Landesrecht zuständigen Behörden. Daher ist im Falle des Tötens von Tieren in jedem Einzelfall vor Ort von den zuständigen Behörden zu entscheiden, ob ein vernünftiger Grund für das Töten vorliegt. Die Tötung männlicher Küken darf dabei nur das allerletzte Mittel sein. Wir brauchen allerdings auch praxisgerechte, realisierbare Lösungen. Ein generelles Tötungsverbot würde zu einer Verlagerung der Tierschutzproblematik in andere Länder führen. Ich sehe insbesondere auch die Wirtschaft in der Verantwortung, sich intensiv dieser Problematik anzunehmen und ihren Beitrag an der Entwicklung von Alternativen zur Tötung männlicher Küken zu leisten. In meinen Augen
ist zum Beispiel das Zweinutzungshuhn die Alternative zum Status quo. Zweinutzung bedeutet, dass Huhn sowohl zum Eierlegen als auch zum Fleischverzehr genutzt werden kann. Derzeit werden beispielsweise am Institut für Tierernährung des Friedrich-Löffler-Instituts Fütterungsversuche mit dem Zweinutzungshuhn Lohmann Dual, so heißen tatsächlich diese Rassen, durchgeführt. Platt formuliert, es wird daran geforscht, wie Hähnchen besser Fleisch ansetzen können. Ich finde, Stigmatisierung und Verbote helfen uns nicht weiter. Wir müssen zu praxisnahen, tierschutzgerechten und verbindlichen Regelungen kommen und aktiv den Dialog mit allen Beteiligten fortschreiben. Im Sinne des Tierschutzes lade ich die Grünen ein, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Abschließender Redner.